guck mal, ich und Dave Goldman haben uns einen Schlafplatz ausgesucht im Kölner Flughafen. Und zwar genau hier. Das hier, das ist unser Camp für heute Abend. Hier pennen wir heute. Hier vorne pennt Dave Goldman. Camp. Und hier penne ich. Das ist richtig geil. Und vor allem, das Beste ist, wir müssen um 6 Uhr, ich glaube 6.15 Uhr oder so, fährt unser Flixbus los. Und der fährt irgendwie, glaube ich, da oben irgendwie los. Moin Moin. Sind noch einige, Alter. Hier sind ganz viele Menschen, die hier rumlaufen. Bestimmt Leute, die wohin fliegen. Wir wurden gerade vom Wecker aufgeweckt und wir müssen gleich zum Bus, der uns gleich nach Portugal führt. Das wird eine richtig lange Busfahrt sein. Und wir gelaufen jetzt zur Haltestelle, wo unser Flixbus hält, an dem wir dann einsteigen und eindringen. So, wir sind jetzt gerade im Flixbus und wir fahren jetzt nach Portugal. Guck mal, hier vorne ist ganz viel Luftfeuchtigkeit. Und das sind einzelne Wassertropfen, die hier runtertropfen. Ja, Mann. Hier von der Luftfeuchtigkeit von diesem Fenster. Und das hier, das ist da Dave Goldmans Kopf, mit dem ich rumfahre. Wir sind irgendwo in Frankreich oder sowas. So, wir sind hier und hier gibt es eine 30 Minuten Austrittpause. Und das hier, das ist dieser verschmierte Bus. Also mit dem unfreundlichen Busfahrer, der uns nicht an unser Wasser dran lässt und uns das Bier trinken verbietet. Und wir in so einer Zwickmühle von Durst verrecken. Aber genau. Wir haben hier jetzt in der Pause jetzt Bier. Wir fahren nur mit dem Bus nach Portugal, damit wir einen guten Vlog haben. Damit wir Videomaterial für euch haben. Das ist ganz wichtig. Tatsächlich ist es echt nur so, nur deswegen. Alter. Tatsächlich ist es ganz genau hundertprozentig so, Alter. Wir fahren hier durch so einen französischen Busparkplatz durch. Und wir haben den geilsten Platz auf jeden Fall. Am allergeilsten Platz. Ja. Wir fahren durch Frankfurt. Rosette. Das fährt durch die französischen Straßen hier durch. Französische Stromkabel halt. Ich war ein Kakerlakengesicht mit Fühler. Wir haben jetzt 6 Uhr morgens früh und wir müssen raus, irgendwie umsteigen oder so. Und wir verstehen kein Wort. Boah, keine Ahnung, was jetzt gerade passiert. Aber irgendwie ist der Bus mit unser Gepäck weg. Oder der Bus, wo wir jetzt gleich hier einsteigen, also der hier, dass da unser Gepäck drin ist, weil es derselbe Bus ist. Also eins von beiden. Aber wir verstehen immer noch nicht, was hier gerade passiert. So, wir haben unser Bus gefunden und wir werden jetzt unser Gepäck hier rausholen. Wir werden jetzt die ganzen Sachen hier in diesen Bus hier reinschmeißen. Also im neuen Bus, weil das ist Umstiegsbus. Gerade Buswechsel gemacht und unsere ganze Gepäck wurde von dem einen Bus zum anderen Bus hinein transportiert, also umgeladen. Und die haben die Sachen von Herrn Goldman vergessen. Und diese ganzen Sachen, die sind fast, also die waren kurz davor gewesen, im falschen Bus loszufahren. Das war richtig widerlich gewesen. Noch 1,5 Stunden und dann sind wir angekommen beim Zielortschaft. Die Busfahrt, die war lang gewesen. Die war irgendwie anstrengend. Meine Füße, die sind von den ganzen vielen Sitzen so ganz leicht angeschwollen. Also die sehen auf jeden Fall jetzt viel fetter aus als sonst. Das sieht komisch aus. So, wir sind jetzt in Ponte de Lima angekommen. Das ist unsere Zielortschaft in Portugal. Und diese Ortschaft, wo wir starten. Und wir werden hier von diesem Bus hier genervt. Von diesem portugiesischen Bus, der hier diese Geräusche macht. Und darauf, dass wir 36 Stunden Flixbusfahrt in so einem portugiesischen Flixbus hatten, werde ich erstmal ein Beefy fressen. Ich werde hier jetzt fressen. Ich bin ein Kakerlakengesicht und ich habe hier portugiesisches McDonald's gekauft. Es ist ein portugiesischer Hamburger von diesem portugiesischen McDonald's. Das sieht irgendwie so aus. Ich werde den jetzt fressen. McDonald's ist aufgegessen. Guckt euch mal diesen Drachen hier vorne an, der hier rumläuft. Das ist ein portugiesischer Drachen. Ich habe gerade einen portugiesischen Drachen gefilmt. Guck mal, wir haben hier einen Einkaufsladen gefunden. Das ist vielleicht ein Biergeschäft.
Wir werden da jetzt reingehen. Wir waren gerade da hinten einkaufen gewesen, bei diesem portugiesischen Laden. Und wir haben hier Bier und Fressen und sowas gekauft. Also das Essen, was ich später uns kochen werde. Ich werde uns später ein Festmahl zubereiten, wieder heute Abend. Aber genau, das hier, das ist portugiesisches Bier. Ich bin ganz gespannt drauf, wie das schmeckt. Geprost. Prost, Alter. Schon etwas anders, aber kann man trinken. Also das ist kein Ranzbier, das irgendwie so billig schmeckt und sowas. Wir laufen gerade durch so einer portugiesischen Straße durch, wo ganz viele portugiesische Fahrzeuge und sowas drauf rumfahren. Guck mal, wir haben diesen Fluss gefunden. Wir laufen jetzt diese Brücke runter und dann nach Richtung Dalag. Guck mal, ich habe hier mal regelfarbener Bier-Power-Tank-Top hier hingehängt, weil das Wetter ist hier voll cool. Das ist richtig wunderschön portugiesisches Dreischepperungswetter. Das ist genauso wie in Hochsauer so ungefähr jetzt gerade. Das sind richtig geile Temperaturen. So eine Temperatur hätte ich gerne in Deutschland. So, wir haben hier einen guten Platz gefunden, wo wir ganz in Ruhe hier an diesem portugiesischen Fluss, wo hier auch springende Fische und so weiter rumspringen. Da ist auch einer vorhin irgendwie einen halben Meter hochgesprungen. Wir werden hier beim Fluss unser Pennplatz aufbauen, weil wir werden heute hier pennen. Also da drüben ist Sonnenuntergang und wir haben schon unser Schlafplatz aufgebaut. Und zwar hier drunter penne ich und hier vorne auf dieser Hängematte, da pennt der Herr Goldmann. Ich schlaf drüber. Genau, das ist unser Schlafplatz für heute. Ich habe gerade Beschneidungsarbeit gemacht und guck mal hier, das Wasser kocht. Das heißt, ich kann hier Nudeln reinmachen. Oh, scheiße. Ich habe ein bisschen viel Nudeln reingemacht. So, Fressen ist fertig. Und das schmeckt schon wieder so richtig geil.